Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir laufen heute die vierte Etappe des Rundum-Leipzig-Wanderwegs. Ja, wie weit wir kommen, wissen wir noch nicht. Wir sind ziemlich spät los, aber kommt doch einfach mit uns. Genau, kommt. Ich bin ziemlich sicher, dass wir heute schon an den Kulkwitzer See kommen. Deswegen seid mal gespannt. Ehrlich bin, haben wir gerade die normale Route irgendwie verpasst. Jedenfalls gibt es keine Hinweise mehr. Aber wir lassen uns mal überraschen und gehen einfach nach GPS-Track. Bisher kommen wir hauptsächlich so an Agrarwüsten vorbei. Das überzeugt uns jetzt nicht so wie die letzte Etappe. Da sind wir ja so an Seen vorbeigekommen, unter anderem am Kosbudener See, und es war auch eine relativ naturbelassene Runde. Aber mal sehen, was uns noch so erwartet. Wenn ihr die letzte Etappe des Leipzig-Rundwanderwegs noch nicht gesehen habt, dann schaut mal hier oben links in der Infobox. Da verlinke ich euch mal die letzten Touren oder zumindest die letzte Tour. Ich habe euch auch eine Playlist erstellt, wo ich euch alle Videos vom Rundum-Leipzig-Wanderweg verlinkt habe. Und die verlinke ich mal unten in der Videobeschreibung. Hier über die Straße, direkt über die Kreuzung müssen wir drüber. Also liebe Stadt Leipzig, das geht auch anders, ganz ehrlich. Dreht sich zu langsam, Fuß mal. Geht schneller, oder? Auf jeden Fall, merklich. Also ich bin ja immer noch der Meinung, man hätte das vielleicht irgendwie besser lösen können. Wir sind jetzt bestimmt 1,5, 2 Stunden einfach nur Feldwege gelaufen, immer geradeaus. Aber es ist Besserung in Sicht. Jetzt geht es nach Albertsdorf oder quer durch Albertsdorf durch. Und dann geht es nach Markranstädt und Lausen. Und dort werden wir auch den Kulkwitzer See sehen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Stimmung hier macht die ganze anfängliche Enttäuschung wieder wett. Der Weg legt jetzt auch wieder an Qualität zu. Wir müssen es jetzt nur noch im Hellen irgendwie nach Lausen schaffen. Denn dort fährt dann unsere Straßenbahn zurück. Wir müssen uns jetzt ein bisschen sputen, denn die Sonne ist schon am Untergehen. Wir sind jetzt im Ort Görinz. So langsam sollte aber auch der See auftauchen. Ja, es wird mal wieder eine knappe Kiste, würde ich sagen.
schaut euch doch mal den wunderschönen See an. In dieser wunderschönen Abendstimmung. Der Kulkwitzer See ist einer der tiefsten Seen der Neuseenlandschaft und wie ich finde auch landschaftlich gesehen einer der schönsten. Wir haben die Tour für heute jetzt offiziell beendet. Wir sind jetzt hier am Kulkwitzer See und ja, die Sonne ist untergegangen, die Nebelschwaden ziehen auf. Es hat schon etwas Mystisches. Und bevor es ganz dunkel wird, möchten wir uns von euch verabschieden. Wie immer, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen und kommentiert. Genau und tschüss!